Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu Dwarf Fortress. Jo, wir sind schon im zweiten Jahr angekommen und haben auch schon, wie man sehen kann, Bob bekommen, der jetzt ein Miner ist. Und ja, das heißt, es wird langsam immer ernster, denn im nächsten Jahr dann werden wir wohl unsere ersten Invasoren bekommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Defense hier fertig hochziehen. Und ich habe mir überlegt, bevor wir hier jetzt mit Holzpalisaden weitermachen, bauen wir doch lieber gleich Steinpalisaden. Da Bob ja so fleißig minern tut. Lassen wir mal weiterlaufen. Werde ich ihm doch den Mason-Job geben, damit er damit er Blöcke draus macht, die unser Herr Miet und sein Siedler dann als Mauern aufstellen kann. Und was wir dann auch noch dringend brauchen, wäre ein Bowyer-Shop, damit Bob auch ins Militär mit einem Bogen aufgenommen werden kann. Deswegen errichten wir den auch gleich mal. Wo ist er denn? Clothier, Butcher, Craftsman. Die heißen ja in der Dings. Ah ja, Bowyer's Workshop B. So, Bowyer's Workshop. Aus einer Planke. Und mich macht es immer noch perplex, dass mein Hermit über Wasser gehen kann. Genau, die ganzen Beeren müssen noch verstaut werden. Und überall liegt Resin rum. Nee. Stimmt, das habe ich eigentlich auch noch gar nicht geguckt, was man einstellen muss, dass das Resin hier draußen liegt, also die Vermins. Was haben wir zurzeit auf unserem Dings? Korallenschlangen, okay. Ah, wir sollten nebenbei unseren Hermiten mal wieder zum Kommunizieren mit der Natur schicken. Und Bob fischt. Was sagen unsere Stocks? Wir haben einen Fisch und ein paar Plants. Fisch und Cheese können wir verkochen. Prickleberries und Strawberries verkochen. Fisherberry Seeds, Ropeweed Seeds. Ja, wir haben ein paar Seeds, die wir dann irgendwann benutzen können. So, Bowyer ist fertig. Nein, ist er nicht. Needs Bow and Ammo Making. Und ja, die Slabs müsste ich noch alle machen. Ah, das war die falsche Richtung. Ich will weiter nach oben. Ja, weil hier haben wir bis jetzt nur einen Slab. Also einen Grabstein. Genau, das ist ein Memorial to Thomas irgendwas. Genau. Und ja, wir müssen, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 müssen wir insgesamt. Wir haben bereits ein... Oh, und es ist schon Autumn. Wir haben bereits einen Slab gemacht. Also brauchen wir noch 8 Slabs. Gehen wir mal in den Manager. Oh, die sind schon in Produktion. Sehr schön. Bob tut weiter fischen. Rockpots sind komplett.
Das ist gut. Stocks, Fisch, Rohrfisch. Die sollte Bob dann irgendwann mal verarbeiten. Individual Combat Drill? Ich habe den doch gar nicht gesagt, dass er... Achso, das macht er manchmal einfach so, okay. Ah, da fällt mir dabei ein. Gucken wir mal kurz, was für Fähigkeiten Bob überhaupt hat. So ein Creature. Gar keine. Super. Er ist schon mal ein adäquater Miner. Also Bob, Professions, Labors, kriegt er jetzt noch Stoneworking, Masonry. Dann kann er nämlich hier im Masons Workshop, wenn ich den finde. Und unser Hermit, der hat einfach keinen Bock da. Weil er hat Bow and Arrow Making ja an. Achso, seine Slaps sind wichtiger gerade. Okay. Was war das gerade? Ah, hab mich nur verguckt. Okay. Ja, dann gebe ich mal über den Manager eine neue Order hinzu, nämlich Rock Blocks. Oh, 20 dürften mal reichen. Und ich glaube, ich nehme ihm das Fischen einfach mal weg. Wenn er da weiter rumsteht und fischen will. View. Fishing related. Fishing, so. Genau. Stocks. Wir haben nämlich bis jetzt nur einen Fisch, der andere ist als Rohr. Ein Gnoll klaut bei mir. Was zur Hölle? Ich habe Gnolle auf der Karte. Die rennen hier einfach rum und klauen. Die klauen meine Kupferpfeile. Was zur Hölle? Squad A. Move. Hierhin. Ich glaube, ihr spinnt. Haut ab. Wie zur Hölle klauen die meine Kupferpfeile? Wieso liegen die da überhaupt immer noch rum? Ich habe doch in meinem Militär dem Hermiten gesagt, er soll Ammunition nehmen. Muss ich ihm extra sagen, er soll Copper Arrows nehmen. So. Nee, die Arrows sind zum Jagen assigned. So. Ja, jetzt klauen die mir alle Copper Arrows. Jetzt hat er Copper Arrows. So, jetzt tötet er Gnolle.
Und was kommt da jetzt auf uns zu? Rote Pandasau? Also wahrscheinlich ein rotes Panda-Weibchen. Okay. Ihr könnt jetzt mal... Hä, warum bist du inactive? Active Training. Inactive und Cancel Station. Ach super, ich habe ihm gar nicht gesagt, dass er seine Waffe wieder aufnehmen soll. Hat er eigentlich schon gebetet? Nein. Das war jetzt irgendwie peinlich. So. Quartzmans Workshop. Engrave Memorial Slab. Noted Slabs. Not Memorial Wise. Super, jetzt muss ich heraussuchen, welche ich überhaupt gar nicht memorialisieren muss. Others missing. Zwei tote Gnolle hier. Eral, Astesh, Ilral, Ekdorf, Lipasch und Konos. Ja. Engrave, also dass die bösen Geister nicht zurückkommen. Also Eral, Astesh, Ilral, Ekdorf, Libal und Konos. Also sind alle bis zu Konos. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Also den da. Den da. Den da. Den. Weil ich sehe immer diese Geistererscheinungen um meinen Hermit herumtanzen. Und das macht mir irgendwie Sorgen. Bob hat keine Aufgabe. Na doch, er macht jetzt Store Item in Stockpile. Gut. So, Reports. The Gnoll is fighting, is fighting. Ja, wir haben Gnolle getötet. Jawohl. Gucken wir mal kurz nach dem Hermit, ob er irgendwelche Wunden. Nein, ihm geht's gut. Da ist gut. So, wir haben ja definitiv nicht genug Steine. Also wird auch hier drüben mal ausgemeinert. Ja. Sieht perfekt so aus. Und am besten auch hier oben. Dass Bob was zu tun hat. So meinen wir auch hier mal aus. Der Boja ist immer noch in Construction. Ach, du storest old items. Okay. Warum liegen hier... Achso, eine Kobalt-Beckel-Eggs und Prickleberries rum. Okay, er gräbt. Das ist gut. Wenn er gräbt. Und du storest Items in Bins. Ah ja. Oh, das regnet immer noch. Bob wird ein immer besserer Miner, zum Glück. Gen? Ah, er ist bis jetzt auf Stufe 2. Besser als nichts.